schreibt man eigentlich eine empirische Qualifikationsarbeit? Also eine empirische Bachelorarbeit oder eine empirische Masterarbeit? Zunächst mal. Häufig ist es so, dass aus dem Wunsch heraus, eine wissenschaftliche Arbeit zu verfassen, nicht selten gesagt wird, man müsse eine empirische Arbeit schreiben. Aber nicht nur empirische Arbeiten sind wissenschaftliche Arbeiten. Das erstmal vorausgeschickt. Das heißt also, eine wissenschaftliche Arbeit, eine Bachelorarbeit, eine Masterarbeit muss nicht unbedingt empirisch sein. Wenn Sie diese Frage interessiert, dann schauen Sie sich das entsprechende Video an, denn diese Frage thematisiere ich in einem weiteren Video. Kommen wir also jetzt zu der Frage, was muss man beachten, wenn man eine empirische Bachelorarbeit, eine empirische Masterarbeit schreiben möchte? Zunächst einmal, eine empirische Arbeit ist wie jede andere Arbeit auch, Seminararbeit, Hausarbeit, die Sie vielleicht schon geschrieben haben. Sie machen es sich leichter, wenn Sie nicht nur einen Titel haben, der Ihren Gegenstand bzw. das Forschungsfeld weitestgehend eingrenzt, sondern idealerweise, wenn Sie auch eine Frage haben. Die ist gerade bei einer empirischen Arbeit besonders wichtig, eine möglichst klare Forschungsfrage. Also eine Frage, die klärt, was Sie untersuchen wollen. Gegebenenfalls auch in welchem Kontext, in welchem Forschungsfeld, also in welchem Berufs- oder Arbeitsfeld und so weiter. Das heißt, je präziser die Forschungsfrage ist, desto leichter fällt Ihnen später die Arbeit. Denn diese Forschungsfrage ist, man kann es etwa so vergleichen wie, ja, wie ein Polarstern am Himmel. Der gibt Ihnen die Richtung vor. In diesem Fall gibt Ihnen die Frage die Richtung vor. Es gibt aber noch weitere Dinge, die Ihnen im Rahmen einer empirischen Bachelorarbeit oder empirischen Masterarbeit die Richtung vorgeben. Und das sind die Teile, aus denen sich jede Bachelorarbeit oder Masterarbeit zusammensetzt, nämlich der Theorieteil und der Methodenteil. Und streng genommen müsste man sagen, sind beides gewisse Theorieteile. Im einen, nämlich im Theorieteil, im inhaltlichen Theorieteil, behandeln Sie den Gegenstand, den Sie untersuchen wollen. Und im methodischen Theorieteil befassen Sie sich damit, wie man diesen Gegenstand bzw. auch Ihre Frage untersuchen kann. Beim inhaltlichen, also beim gegenständlichen Theorieteil, geht es tatsächlich nicht darum, das ist übrigens, was ich in nicht wenigen Arbeiten immer wieder lese, dass man irgendwas darüber schreibt, sondern die Idee des Theorieteils, des gegenständlichen Theorieteils einer Arbeit ist, dass Sie ein Fundament bauen, auf der Ihre Gesamtarbeit aufsetzen kann. Das heißt also, der Theorieteil ist nicht, ich erzähle mal was ich so gelesen habe zu diesem Thema und was mir so begegnet ist zufällig, mehr oder weniger zufällig, sondern das ist die Basis für alles Weitere, was darauf aufbaut. Da wird zum Beispiel auch die begriffliche Basis gelegt. Also, was meinen Sie zum Beispiel, ich bleibe mal bei den Beispielen bei meinem Thema, was meinen Sie zum Beispiel, wenn Sie sagen, digitale Medien? Oder wenn Sie sagen, digitaler Unterricht. Was bedeutet das? Meinen Sie mediengestützten Unterricht, Unterricht, der Medien nutzt? Meinen Sie Unterricht über Medien? Oder meinen Sie Unterricht, der mit Tools ergänzt wird, mit digitalen und so weiter? Also Sie merken schon, das heißt, man kann das sehr unterschiedlich deuten. Und genauso ist das mit jedem anderen Gegenstand auch. Das heißt also, der Theorieteil ist besonders wichtig, weil er Ihnen eben das Fundament Ihrer Arbeit setzt. Das Begriffliche, das Inhaltliche, das Gegenständliche. Und das müssen Sie erstmal für sich geklärt haben, worum geht es eigentlich, wenn ich von XY spreche.
Und bei dem Methodenteil, bei dem Theorie, also bei dem theoretischen Methodenteil, ist es so ähnlich. Wenn ich die Arbeit schreiben würde, dann würde ich mich erstmal inspirieren lassen bezüglich der Methoden. Also ich würde in andere Studien hineinschauen, wie haben andere Forscherinnen und Forscher, andere, die in ihrer Bachelorarbeit oder ihrer Masterarbeit geschrieben haben, sich diesem Thema methodisch genähert. Also mit welchen Methoden haben diese Kolleginnen und Kollegen, andere Forscherinnen und Forscher gearbeitet? Und würde das entsprechend ins Verhältnis setzen. Man nennt das dann Methodendiskussion. Das heißt also, die Frage zu stellen, und Sie sehen, da braucht man wieder die Forschungsfrage, deswegen steht die eigentlich komplett am Anfang einer jeden Arbeit, also Titel, Forschungsfrage, das ist sozusagen das, was man eigentlich immer braucht. Die Frage stellen, welche Methode, mit der andere schon gearbeitet haben, in diesem Feld, mit diesem Gegenstand, ist für meine spezifische Forschungsfrage am besten geeignet. Und das kann man tatsächlich auch so im Rahmen einer Methodendiskussion auch in der Bachelorarbeit, in der Masterarbeit entsprechend thematisieren und diskutieren. Das heißt also, man könnte beispielsweise schreiben, ich habe mir die Studie angeschaut, die arbeitet mit der Methode, habe mir die Studie angeschaut, die arbeitet mit der Methode, und diese Studie angeschaut, die arbeitet mit der Methode und ich habe festgestellt, für mich würde am besten diese Methode passen. Aber diese hat entsprechend in der und der Studie den Nachteil gehabt und deswegen modifiziere ich diese Methode mit diesem Gedanken. Das wäre eine richtig tolle Methodendiskussion innerhalb einer Bachelor- oder einer Masterarbeit, in der Sie sich kritisch nämlich mit den Methoden auseinandersetzen, sie diskutieren und überlegen, wie kann ich meine Forschungsfrage am besten bearbeiten. Dann gehört natürlich noch dazu in die Arbeit, dass Sie beschreiben, wie Sie dann letzten Endes gearbeitet haben, also nachdem Sie diskutiert haben, dann beschreiben genau, wie Sie gearbeitet haben, ob Sie mit Fragebogen, ob Sie mit Interviews oder was anderem gearbeitet haben, anderen Techniken und Methoden. Und dann kommt natürlich noch ein weiterer Teil, also Sicht der Arbeit natürlich dann der wichtigste, nämlich das, was Sie herausgefunden haben. Der Teil nämlich der Ergebnispräsentation, indem Sie dann beschreiben, nachdem Sie diskutiert und beschrieben haben, mit welchen Methoden Sie gearbeitet haben, was Sie herausgefunden haben, also Ihre Erkenntnisse. Und das Ganze zusammengenommen, bildet genau den Spannungsbogen, den eine gute empirische Bachelorarbeit, gute empirische Masterarbeit braucht, nämlich ein gutes, solide theoretische Basis, mit der Sie sich mit dem Gegenstand beschäftigen, dann die Methodendiskussion, in der Sie diskutieren, welche Methoden nehme ich, also quasi die Theorie zur Empirie und dann an der Beschreibung, wie Sie tatsächlich gearbeitet haben und der Ergebnispräsentation. Und wenn Sie mit all dem fertig sind, dann machen Sie Ihre Zusammenfassung, erstellen Sie Ihre Zusammenfassung, Ihr Fazit und machen aus dem Fazit dann Ihre Einleitung. Tatsächlich ist das nämlich einfacher, die Einleitung am Schluss zu schreiben, denn dann wissen Sie ja nicht nur, wie Sie gearbeitet haben, sondern auch, was Sie herausgefunden haben. Das heißt also, die Reihenfolge, wie man an eine solche Arbeit rangeht, ist zunächst einmal, Sie brauchen einen Gegenstand, Sie brauchen eine Idee für eine Methode, mit der Sie gerne arbeiten würden, aber vielleicht ergibt sich das auch aus der Fragestellung. Das heißt also, erstmal einen Gegenstand, daraus macht man einen Titel, aus diesem dann die Forschungsfrage, das ganz Zentrale der ganzen Arbeit. Dann schaut man sich Studien an, wie haben andere zu dem Thema geforscht und versucht zu klären für sich selbst, wie kann ich entsprechend selbst forschen, beschreibt das Ganze. Erst dann führen Sie die Forschung durch, denn vergessen Sie nicht, bevor Sie die theoretische Basis diskutiert haben und auch sich genau für eine Methode entschieden haben, bereits ins Feld gehen, bereits erste Interviews führen,
dann werden Sie im Laufe dieses Prozesses immer wieder feststellen, dass Sie eigentlich die falschen Fragen gestellt haben. Und das macht das Ganze natürlich doppelt aufwendig. Also, wenn Sie doppelte Arbeit vermeiden wollen, ganz dringende Bitte, erst die theoretische Basis, erst eine Begriffsklärung für sich selbst vornehmen. Sie müssen das übrigens auch nicht Begriffsklärung nennen, sondern das ist wirklich das gehört zur Theorie, das ist ganz wesentlich. Und sich dann mit den Methoden auseinandersetzen. Und erst wenn Sie sozusagen eine grobe Vorstellung haben, wie Sie arbeiten können, wie Sie genau arbeiten wollen, erst dann tatsächlich ins Feld gehen. Und entsprechend untersuchen, Interviews führen und so weiter, je nachdem, was Sie eben vorhaben. Trotzdem könnte es vernünftig sein, das ist noch ein abschließender Tipp, einfach wegen der begrenzten Bearbeitungszeit, dass Sie bereits vorher nach Probandinnen und Probanden Ausschau halten, gegebenenfalls schon erste Anfragen versenden. Die müssen ja dann noch nicht unbedingt genau ihr Forschungssetting enthalten, sondern es reicht ja, wenn man entsprechend erstmal freundliche Voranfragen stellt und überhaupt Bereitschaft signalisiert bekommt, dass es Probandinnen und Probanden gibt, die sich mit Ihnen über das Thema, das Sie sich gewählt haben, unterhalten wollen. Denn es hat den einfachen Effekt, wenn Sie jetzt fragen für die Zeit in, sagen wir, in 3 Monaten, dann werden ganz viele Ihnen wahrscheinlich zusagen. Währenddessen, wenn Sie anfragen für morgen oder übermorgen, dann werden die meisten wahrscheinlich Ihnen nicht zusagen können, weil Sie so spontan wahrscheinlich keine Zeit haben. Also deswegen der Tipp, möglichst früh anfragen, aber bevor Sie tatsächlich Ihre Forschung, Ihre Methode durchführen, ganz wichtig, sich vorher gute Gedanken zu machen über die theoretische Basis und über die Möglichkeiten, über die methodischen Möglichkeiten, die Sie haben und tatsächlich dann auch über die Idee, wie Sie entsprechend forschen wollten. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit ein paar weiterführende Tipps geben für eine empirische Bachelorarbeit und eine empirische Masterarbeit und wünsche Ihnen nicht nur viel Spaß bei der Forschung, sondern auch guten Erfolg dafür, für Ihre Forschung und tolle Ergebnisse und viele bereitwillige Probandinnen und Probanden. Viel Erfolg, alles Gute.